Prävention ist aus verschiedenen Gründen wichtig. Einmal geht es darum, Informationen rüberzubringen. Aber diese Informationen kann man nur gut rüberbringen, wenn ein Gegenüber sich zu einem Dialog eingeladen fühlt und in diesem Dialog dann letztendlich eine Neupositionierung möglich wird, die verbunden ist mit Entscheidungen fürs künftige Leben. Zum Beispiel einfach gute Gründe zu wissen für sich persönlich, weshalb ich keine Drogen konsumieren möchte. Ja, Menschen abzuholen, da wo sie sind. Menschen sind verschieden von dem, wie sie Drogen konsumieren, welche Drogen sie konsumieren. Und sie sind verschieden von ihrer Lebensgeschichte her und verschieden vom Kontext, in dem sie leben. Das bedeutet, dass wir hier keine einförmigen Antworten geben können, sondern wir brauchen sehr differenzierte Botschaften und Zugangswege zu diesen verschiedenen Gruppen. Und da kommen wir natürlich in Konkurrenz zu unterschiedlichen Informationsquellen für diese Menschen. Für junge Menschen sind insbesondere, ja, ich sag mal so, die Gruppe der Gleichaltrigen ist da sehr bedeutsam als Informationsquelle. Dann gibt es die User selber, auf die junge Menschen auch zurückgreifen, wenn sie etwas erfahren wollen über Drogen. Und es gibt letztendlich insgesamt das Internet mit einer Fülle von Botschaften über Drogenkonsum und dergleichen. Und da ist es dann so, dass man letztendlich teilweise widersprüchliche Botschaften auch vorfindet und wir hier als Anbieter von Prävention immer wieder auch in Konkurrenz sind. Und da ist die Frage, wie werden wir interessant als zusätzlicher Gesprächspartner für diese Fragen des Lebens? Die traditionellen Konzepte von Prävention gründen auf ein Sender-Empfänger-Modell. Da gibt es den Experten, der Informationen zur Verfügung stellt, und den Empfänger. Und das ist etwas, was sehr stark auf der verstandesmäßigen Ebene abläuft. Und damit erreichen wir insbesondere junge Menschen nicht. Erreichen wir Menschen nicht, die in Problemsituationen sind, weil es sehr stark emotional auch in diesen Situationen belastet sind. An diese Stelle passt jetzt eher ein Modell, das ich nenne Dialog-Netzwerk-Modell. Das bedeutet, dass man versucht, Menschen wirklich einzuladen in einen Dialog, wo man sich auf einer Ebene von Menschen begegnet, auf einer Augenhöhe begegnet und sich wechselseitig Geschichten übers Leben, über Problemsituationen, über Lösungswege, die man bisher gegangen ist, erzählt. Und hier kann man dann immer wieder auch Informationen einweben von dem, der das Präventionsangebot macht. Das ist etwas, was mehr auf der emotionalen Ebene geschieht und ins Herz geht. Und das ist das Entscheidende. Wenn etwas verändern soll, sich verändern soll im Leben eines Menschen, dann muss es berühren. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist bei Prävention nach diesem Modell, wenn es verankert ist im Herzen, dann kann es sich viral wie ein Virus in ein Netzwerk durch erzählte Geschichten über das Erlebte in dieser Veranstaltung weiter verbreiten und kann dieses Wissen transportiert werden. Das ist sehr bedeutsam. Auf einem relativ niedrigen Level, sage ich jetzt mal so, bieten wir sowohl mit Jugendlichen als auch mit Eltern einfach sogenannte Dialogrunden an. Das heißt, wenn wir in eine Schule eingeladen werden, dann beginnen wir dort den Dialog. Wir machen dort keinen Vortrag, kein Referat, keine Belehrung. Wir geben von Anfang an nicht gleich Informationen hinein, sondern wir fragen einfach, wie es jungen Menschen damit geht, dass wir jetzt hier sind, worüber sie mit uns reden möchten. Das heißt, so passiert die Einladung. Und dann lassen wir uns erzählen, was diese jungen Menschen mit uns in diesen 1,5 Stunden, die wir zur Verfügung haben, möchten. Und da kann es um vieles gehen. Da kann es um Probleme in der Klassengemeinschaft gehen. Da kann es um Probleme mit Freundinnen gehen. Und dann erzählt man. Dann erzählen Klassenkameradinnen und Kameraden, was sie erlebt haben. Und ich kann erzählen, was ich erlebt habe in meiner Beratungsarbeit. Und so verweben sich diese Geschichten. Und dann kann man gemeinsam darüber nachdenken, wenn man in schwierige Situationen kommt, in Entscheidungssituationen. Wie kann ich ein guter Freund sein in solchen Situationen?
indem ich sage, stopp, überleg mal. Ja? Denk nach und spring nicht gleich rein. Ne? Also so in diesem Sinne guter Freund sein. Mit Eltern machen wir es ähnlich. Das sind Schulen sehr oft überrascht, wenn wir sagen, ja, wir kommen zum Elternabend. Manchmal kündigen die an, ja, es sind 70, 80 Eltern da. Und wir sagen, wir halten keinen Vortrag, wir gehen in Dialog mit dieser Gruppe. Und dann wandern wir durch diese 70 Menschen. Wir gehen auf die Menschen zu, die Fragen haben. Wir reden darüber. Und wieder, diese Menschen erzählen Geschichten, wir erzählen Geschichten. Und das ist etwas, was dann tatsächlich, und das ist unsere Erfahrung, diese Erlebnisse werden hinausgetragen in den Alltag. Und neben dem, dass das weiter wirkt und sich Eltern gestärkt fühlen, sind sie gleichzeitig Werbeträger für uns, was Need No Speed betrifft.